Alles ist erfüllt von der alles erfüllenden Fülle der göttlichen Fülle. Willst du dieser Fülle teilhaftig sein? Willst du diese Fülle erfahren und von dieser Fülle erfüllt werden? Musst du selbst leer werden. Drum heißt es im Zen, sei wie ein leeres Weihrauchfass in einem alten, verlassenen Dorftempel. Mit den Worten von Zen-Meister Nansen, sei weit und offen wie der Himmel. Und du bist erfüllt. Vom Tao. Und da Tao auch Weg heißt, befindest du dich somit auf dem direkten Weg zur grenzenlosen Befreiung. Vom Kreislauf, von Geburt und Tod. Denn irgendwann muss es ja mal zu Ende sein mit eurem Kreislauf von Geburt und Tod. Schon aber tausende Male und immer wieder das gleiche Spiel. Immer wieder das gleiche Spiel, nur die Kulisse hat sich geändert, sodass du es nicht bemerkst, dass es das gleiche Spiel ist. Die Schauspieler haben andere Masken, sind anders gekleidet. Die Außenwelt ist anders. Früher ist man mit der Kutsche gefahren, heute mit Autos. Irgendwann wird gebeamt oder sonst was. Aber das Spiel ist immer das Gleiche. Immer das gleiche Schauspiel auf der Bühne von Geburt und Tod. Und du bist der Schauspieler. Nur mit dem Unterschied, dass du vergessen hast, dass es ein Schauspiel ist. Und die ganze Szenerie, dieses ganze Geschehen auf der Schauspielbühne von Geburt und Tod für Wirklichkeit, für Realität hältst. Und dich mit der Rolle, die du spielst, so identifizierst, dass du dich mit dieser Erscheinung, mit der Gesamtsumme der den Persönlichkeitswahn bildenden Daseinsfaktoren so identifizierst, dass du wirklich glaubst, du seist der Körper, du wärst die Empfindung, denn du bist ja der Empfindende, du bist der Wahrnehmende, die Geistesregung kommt ja von deinem Denken und dahinter ist der Denker. Aber glaubt mir, das ist alles Illusion. Vor allen Dingen der Denker. Der Denker hat nicht die geringste Existenz. Der Denker ist nichts weiter als die Summe der Gedanken. Er ist die Folgeerscheinung des unterscheidenden begrifflichen Denkens. Und das sagt nicht nur der Buddhismus und die Lehre des Advaita Vedanta, andere hohe Lehren, sondern die Neurophysiologie, die heutige neue Wissenschaft, bestätigt es mit vielen Beweisen, dass dem so ist, dass es gar keinen Denker gibt, sondern nur Denken. Zusammengefasst in einer gewaltigen Summe von Identifikationsfaktoren, die sich ihrerseits mit sich selbst so identifizieren, dass sie meinen, es ist genauso, wie sie sich selbst und die Welt erleben. Und das ist der grundlegende Irrtum und das ist das, was im Buddhismus Zen als Avijja, als
Nichtwissen bezeichnet wird. Und aus dem Nichtwissen erheben sich alle Weisen von Gier, Hass und Verblendung. Und der Mensch ist gekettet an dieses Daseinsrad, festgebunden wie die Fliege im Spinnennetz. Doch je mehr ihr euch eurer wahren Natur bewusst werdet, immer, ständig, überall, zu jeder Zeit, wo ihr seid, mit wem ihr zusammen seid und was ihr auch gerade tut, durchschaut ihr dieses trügerische Spiel. Und all das fällt von euch ab. Wie die Kirschblüten im Frühjahr vom Kirschbaum. Und das heißt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen.